Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt eine Frage, die beschäftigt mich sehr und irgendwie scheint sie im Netz niemand zurzeit zu stellen. Deswegen an dieser Stelle meine Frage: Was zum Teufel ist aus dem DJI Mavic Pro 2 geworden? Ihr erinnert euch, diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben und auch alle anderen, die hier per Zufall reingestolpert sind. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video ins Netz gestellt, da ging es um die Gerüchte und die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger des DJI Mavic Pro. Das ist der Kopter, die Drohne, je nachdem wie man es nimmt. Erfolgreichste Kopter des chinesischen Herstellers DJI. Warum? Er ist klein, er ist transportabel, er ist faltbar, er hat eine Flugzeit von weit über 20 Minuten. Man pendelt sich da um die 25 Minuten ein, macht passable Aufnahmen. Am Anfang gab es ein kleines Problem bezüglich der 1080p-Auflösung. Das hat man mit dem Nachfolger des... Nachfolger ist an dieser Stelle der falsche Begriff. Das hat man mit dem Update des DJI Mavic Platinum, mit der Platinum-Serie, dann wieder halbwegs in den Griff bekommen. Aber Oktober 2017, gab es die ersten Gerüchte basierend auf einer Quelle von einem Twitterer namens Ositar LV. Der hat ein paar dilettantische Zeichnungen ins Netz gestellt und drüber geschrieben: DJI Mavic Pro 2. Und die gesamte Kopterwelt ist seitdem Kopf gestanden. Nachdem der DJI Mavic Pro so eine erfolgreiche Drohne ist, wurde wild spekuliert. Der Nachfolger soll einen 4K 60 Frames per Second 1-Inch Auflösesensor haben. Er soll natürlich transportabel und faltbar sein. Er soll über eine verlängerte Flugzeit verfügen. Um die 30 Minuten wurde da spekuliert. Er soll natürlich nicht nur einen Abstandssensor, einen Hindernissensor nach vorne haben, sondern auch nach hinten und zur Seite und nach unten. Soll bla 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 kosten, etc. etc. Also wie gesagt, die Kopterpiloten weltweit standen im Kopf und jeder wollte das Ding haben. Ich natürlich auch. Problem ist, man kann es nirgendwo kaufen. Woran liegt das? Dieser Hype wurde wahnsinnig gefördert dadurch, dass sich YouTuber weltweit gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben mit der Veröffentlichung von DJI Mavic Pro Rumors. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich war auch einer von den Volldeppen, der sich auf den Zug hat mitnehmen lassen und gesagt hat, okay, da muss was dran sein an dieser Quelle. Er hat zwar relativ, wie gesagt, dilettantische Zeichnungen abgeliefert, dieser Ositar LV, aber angeblich soll er in der Vergangenheit relativ zuverlässig gewesen sein. Quelle. Das war nun alles Quatsch, wie sich herausgestellt hat. Wie gesagt, wir haben uns sehr darauf gefreut und im copterforum.de, das ist das deutschlandweit größte und einflussreichste Forum in dieser Art, bewegen sich unter dem Thread: Wann kommt der DJI Mavic Pro 2? Seit dem 5. April keine Einträge mehr. Heute haben wir den 18. April. Das bedeutet also, ziemlich genau 2 Wochen haben wir keinen einzigen Hinweis mehr darauf, selbst in einem Spekulationsforum, auf das Erscheinungsdatum des DJI Mavic Pro 2. Angeblich soll er sich bis Juni verspäten. Das twittern und YouTuben auch einige da draußen, aber nichts Genaues weiß man nicht, wie man hier so schön auf Bayerisch sagen würde. Das ist dann schon ziemlich erstaunlich. Zum einen gab es diesen Wahnsinns-Hype und ursprünglich sollte ja der Nachfolger am 22. März erscheinen. Und am 21. März hatte ich hier schon natürlich meinen Barbetrag und habe alles abgezählt und habe gedacht, das Ding wird wahrscheinlich so um die 1.500 € kosten. Die legen wir doch mal gleich beiseite. Aber nein, war nichts. 22. März ist irgendwie ergebnislos verstrichen und seitdem gibt es nichts. Nada, rien, dipota. Gar nichts im Netz über das Erscheinungsdatum des Nachfolgers der erfolgreichsten Drohne von DJI. Es vergeht eine Technikmesse nach der anderen und man erfährt gar nichts. Null. Also das wundert mich schon sehr. Lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass Ositar LV uns alle verarscht hat mit dem Foto, das er ursprünglich getwittert hat und das einen gefakten DJI Mavic, also den 1er wohlgemerkt, dargestellt hat. Das wissen wir. Dass seitdem Sendepause ist, okay. Aber dass gar nichts verlautet wird in dieser Hinsicht, bedeutet eigentlich nur eins: Das Ding kommt höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr raus. Und das wäre auch für mich ein herber Rückschlag, denn ich würde das schon ganz gern kaufen.
Und ich habe mir auch ein bisschen was dabei weggespart. Und wenn er mal auf dem Markt ist, nichts wie hin und bestellen und Spaß haben. Denn ich bin mir ziemlich sicher, der Nachfolger des DJI Mavic Pro 1 wird eine Bombendrohne. Wird bestimmt ganz, ganz toll. Also ich kenne ja die Jungs von DJI, die haben bisher eigentlich, bis auf den depperten Spark, gute Sachen rausgebracht. Aber es erscheint nichts und das wundert mich. Und dieser Verwunderung wollte ich mit diesem kleinen Video doch mal Ausdruck verleihen. Vielleicht habt ihr da mehr Infos. Schreibt es mir runter in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis dahin, stay tuned und bis bald.